Ah, wie bin ich doch ganz herrlich. Hm. Stani, wir brauchen eine Idee, bevor er auch noch uns hört. Hm? Weißt du schon was? Hm? Ist da was? Ist dir schon was eingefallen? Hör ich was? Auch nicht. Da flüstert doch wer. Irgendwas kann ich doch hören. Warum hältst du dir eigentlich die ganze Zeit die Nase zu, Stani? So verstehe ich dich fast nicht. Na, wegen der Pfefferbäume. Damit ich nicht niesen muss und uns der Klackfresser hört. Ich höre doch da was. Stani, das ist es. Die Pfefferbäume. Wir bauen eine Pfefferfalle. Und wenn der Klangfresser da reinläuft, muss er niesen und niesen. Und vielleicht niest er dann wieder alle Töne und Klänge aus seinem Bauch heraus. Da höre ich doch was. Also ich höre da doch was. Ernestine, das ist eine super Idee. Komm, wir fangen an. So müsste das funktionieren. Stani, da, füll den Pfeffer in diese Dose rein. Jawohl. Und jetzt noch unsere Pfefferfalle so aufhängen, dass der Klangfresser reinläuft. Und wie locken wir ihn her? Ich glaube, du hast ihn schon mit deinem Niesen angelockt, Stani. Ui. Da kommt er. Die Bewohner haben sich auch schon versteckt. Versteck dich da hinten in dem Busch. Ich hab doch da was gehört. Da ist doch eine Stimme. Jetzt bekomme ich schon wieder Hunger. Wo ist denn nur das kleine Stimmchen? Dich finde ich schon. Dabei dachte ich, dass ich ihn sonst wo schon alle Stimmen erwischt hätte. Nichts ist besser als ein menschliches Lachen oder Singen. Was für eine Delikatesse! Von den kleinen Menschen sind die Stimmen ja besonders schmackhaft, so frisch und zart. Oh, das wäre doch was für seine Jause, so zwischendurch. Komm, Stimmchen, komm, komm. Brauchst dich gar nicht zu verstecken. Ich finde dich, komm schon. Ernestine, der kommt immer näher. Ich sehe es, Stani. Psst. Hilfe! Halt die Klappe, Stani. Ich kann dich hören. Ich kann dich hören. Ich werde dich auch finden. Wo bist du? Hm, vielleicht da bei den Bäumen. Hm, was hängt denn da? Was? Oh, was ist das denn? Ernestine, es funktioniert. Ja, er ist in die Pfefferfalle gelaufen. Was passiert denn hier mit mir? Und hör doch, es purzeln tatsächlich schon die ersten Töne aus seinem Maul. Es klappt, Ernestine. Juhu, unsere Pfefferfalle funktioniert.